Ich muss euch allen nicht erzählen, dass ein neuer Slenderman-Film rauskommt. Ich glaube, ihr habt den Trailer alle schon gesehen und wenn nicht, dann guckt ihn euch an. Der Trailer ist wirklich gut geworden. Ich möchte hier eine kleine Preview zu diesem Thema machen, denn Slenderman ist für mich ein wichtiges Spiel gewesen, das auch diesen Kanal so ein bisschen auch begründet hat, weswegen ich euch es nicht vorenthalten möchte, zu erzählen, was ich von diesem Film halte und warum ich glaube, dass der Film zu spät kommt. Ja, Slenderman, das kennt ihr alle. Für diejenigen, die es nicht kennen, ganz kurze Beschreibung. Der Slenderman ist eine fiktive Figur aus dem Internet, ein der modernen Internetkultur. Und er wurde 2009 damals von einem Mann namens Erik Knutzen, wenn man so will, erfunden, der das Ganze auf Fotos gemacht. So mit der Hintergrundgeschichte habe ich mich ehrlich gesagt nie wirklich großartig beschäftigt. Da gibt es genug Seiten und genug Videos, die das machen. Das muss ich euch nicht erzählen. Und dann kam 2012 das erste Slender-Spiel, Slender the 8 Pages heraus. Und Slender the 8 Pages ist eingeschlagen wie eine Atombombe. Das Spiel ist vom Studio Parsec Productions und läuft auf der Unity Engine. Und ich habe das Spiel damals auf diesem Kanal gezockt. Ihr werdet die Videos gibt es auch zum Glück nicht mehr, aber diejenigen, die diesen Kanal jetzt schon seit Anfang an verfolgen, ich habe ja früher mehr Videos gemacht, also ganz früher noch so Let's Plays und so und da war Slender damals so die Grundidee, dass wir quasi gesagt haben, wir reviewen jeden Slender-Teil auf Herz und Nieren und auf seine Map, weil wir damals, also derjenige, mit dem ich diesen Kanal gegründet habe, wir haben uns damals gedacht, dass wir jedes Slenderman-Spiel austesten, weil uns die damals auch wichtig waren. Wir haben die damals auch hoch und runter gezockt. Und ja, die Videos sind zum Glück alle nicht mehr da. Und ja, das ist so die Hintergrundgeschichte vom Slenderman. Und jetzt soll dieses Jahr ein neuer Film rauskommen, nämlich The Slenderman. Und der Trailer, der ist wirklich auch ziemlich cool. Den findet ihr überall auf YouTube. Und der läuft ja auch ein bisschen im Hintergrund. Und am 17. Mai soll der Film dann im Kino starten. Und da freue ich mich wirklich jetzt schon ziemlich drauf, obwohl ich finde, dass der Trailer schlicht und ergreifend, oder der Film schlicht und ergreifend zu spät ist. Das Slenderman-Motiv, das der Slenderman-Mythos, der ist einfach verklungen. Es ist jetzt schon seit Jahren, seit Slenderman The Arrival, ist jetzt kein neues Slenderman-Spiel mehr herausgekommen, was ich auch gut finde, weil die Thematik echt ausgelutscht ist. Ich finde trotzdem, dass der Film, ich weiß nicht, also ich würde mich natürlich freuen, wenn das jetzt zu einem Slenderman-Revival kommt und man endlich mal anständige Spiele drauf packt. Aber ich finde, dass der Film zu spät kommt. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz kapiert vom Trailer her, was es da genau gehen soll. Aber ich finde, das sieht schon mal echt vielversprechend aus. Und hoffe, dass dieser Film etwas werden kann und dass er mich vor allem mal wieder so richtig gruselt, denn genau das erwarte ich von diesem Slenderman-Film. Das Problem, wenn man Videospiel- oder Internetmythen verfilmt, ist, dass man meistens den Namen als Marketingwerkzeug missbraucht. Und davor habe ich am meisten Angst vor dem Slenderman-Film, denn wenn der Slenderman nicht so eingesetzt wird, wie man ihn kennt, also dass er quasi so eine, man sieht ihn nie und er teleportiert sich, wenn man ihn so als normales Geistermonster einsetzt und nur mit Jumpscares arbeitet, dann wird er ein ganz normaler Geisterfilm in einer Welle von vielen Geisterfilmen. Und kein Slenderman-Film. Und das fände ich ehrlich gesagt schade. Ja, und das war's auch mit meiner 4-minütigen Preview. Ich wollte euch einfach nur meinen Senf dazu sagen.